Kurznachrichten. Wie heute gelehrt, wurde am 13. August 1961 in Berlin die Mauer errichtet. In der DDR wurde diese als antifaschistischer Schutzwall bezeichnet. Der US-Präsident Ronald Reagan rief in den 80er Jahren in Berlin, in West-Berlin, der selbstständigen politischen Einheit, Mr. Gorbatschow, tear this wall down. Damit sollte er sicher unfreiwillig der in der DDR gebräuchlichen Bezeichnung Wall, Schutzwall, antifaschistischer Schutzwall Rechnung. Darauf kam unser Kolumnist Jürgen Eger in einem Dossier zu Mauern, und da gibt es viele, werden wir unter anderem dieser Sache heute auf den Grund gehen. Auch gehen wir einem berühmten Zitat auf den Grund. Und auch haben wir einen Schlager. Allein Vogels fliegen von Ost nach West-Berlin, wurden nicht teruggefloten und nicht neergeschoten. Over de muur, over het ijzeren gordijn, omdat ze soms in het westen, soms ook in het oosten willen zijn. Over de muur, hier wieder Mauer, Klein Orkest aus den Niederlanden, übersetzt Kleines Orchester, eine niederländische Band, 1978 gegründet. Man ging aus einem gescheiterten Kabarettprogramm Großes Orchester hervor. Zunächst trat man auf Hausbesetzerpartys auf. Harry Jeckers und Koos Meinderts schrieben die Texte. Der Titel Over the Muir wurde 1984 veröffentlicht. Am Vorabend der großen Friedensdemonstration am 29. Oktober 1983 in Den Haag. Sie spielten auf der Hauptbühne. Das wurde auch live im Radio übertragen. Die Single wurde zu einem großen Hit in Holland. Heute immer noch unter den ersten 100 Songs in den jährlichen Top 2000 auf Radio 2, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunkprogramm. Der Text befasste sich mit uns Deutschen. Den Text habe ich ins Deutsche übersetzt, aber zunächst erstmal hören wir das wunderschöne Lied, die erste Strophe, Klein Orchest Over the Muir. Ost-Berlin, unter den Linden, erwandelen Menschen langs Flaggen en Vaandels, waar Lenin en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wacht wordt gewisseld. 40 jaar socialisme, er is in die tijd veel bereikt. Maar wat is nou die heilstaat als er muren omheen staan, als je bang en voorzichtig met je mening moet omgaan. Ach, wat is nou die heilstaat? Zeg mij, wat is die waard? Wanneer iemand die afwijkt voor gek wordt verklaard. En alleen de vogels vliegen van Oost naar West-Berlijn, worden niet teruggefloten, ook niet neergeschoten. Over de muur, over het ijzeren gordijn, omdat ze soms in het westen, soms ook in het oosten willen zijn. Die Übersetzung: Ost-Berlin, unter den Linden, Menschen gehen an Fahnen und Transparenten vorbei, wo Lenin und Marx noch auf einem Podest stehen und alle arbeiten, Hämmer und Sichel, während der Wachwechsel im Paradeschritt stattfindet. 40 Jahre Sozialismus in dieser Zeit, wurde viel erreicht. Aber was ist das für eine Utopie, wenn sie von Mauern umgeben ist, wenn sie Angst haben und mit ihrer Meinung vorsichtig sein müssen? Oh, was ist das für eine Utopie, sag mir, was sie wert ist, wenn jemand, der abweicht, als verrückt gilt, und nur die Vögel fliegen von Ost nach West-Berlin, werden nicht zurückgepfiffen, fliegen über die Mauer, über den eisernen Vorhang. Denn manchmal wollen sie im Westen sein, manchmal auch im Osten. Das Dossier. In der Geschichtsschreibung festgeklemmt ein Satz von Walter Ulbricht: Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Dieser Satz ist natürlich Teil einer umfassenderen Aussage. Herausgearbeitet wurde das in dem Buch Walter Ulbricht, herausgegeben von Egon Krenz. Ich bin ja vor 10 Jahren mal mit Schwarzen Kanälen und anderen Arbeiten von Karl Eduard von Schnitzler und Günter Herlt in einem Berliner Theater aufgetreten. Meine Gage waren dann immer Bücher aus dem Eulenspiegel Verlag. Ich habe mich damals reichlich eingedeckt mit Peter Hacks, aber eben auch mit diesem Buch Walter Ulbricht von Egon Krenz. Mittlerweile steht die Originalpressekonferenz aber auch auf YouTube, herausgegeben von der Tagesschau. Hören wir rein. Ich möchte eine Zusatzfrage stellen. Doher, Frankfurter Rundschau.
Herr Vorsitzender, bedeutet die Bildung einer freien Stadt Ihrer Meinung nach, dass die Staatsgrenze am Brandenburger Tor errichtet wird? Und sind Sie entschlossen, dieser Tatsache mit allen Konsequenzen Rechnung zu tragen? Ich verstehe Ihre Frage so, dass es Menschen in Westdeutschland gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten, ja? Mir ist nicht bekannt, dass solche Absicht besteht, dass sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich mit Wohnungsbau beschäftigen und ihre Arbeitskraft dafür voll ausgenutzt wird, voll eingesetzt wird. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Da war der Satz. Der geht aber noch weiter. So wie Egon Krenz ausführte und auch die Tagesschau publizierte. Ich habe vorhin schon gesagt, wir sind für vertragliche Regelung der Beziehungen zwischen West-Berlin und der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik. Das ist der einfachste und der normalste Weg zur Regelung dieser Frage. Egon Krenz stellte in seinem 2013 veröffentlichten Walter Ulbricht Buch dazu fest, dass er eine vertragliche Lösung favorisierte, wird absichtlich verschwiegen. Schließlich soll mit der Zitatenverstümmelung nachgewiesen werden, dass Ulbricht ein Lügner war. Die politische Logik wird völlig ausgeblendet. Wenn der Stratege Ulbricht 2 Monate vor dem 13. August 1961 eine Mauer geplant oder bereits deren Bau beschlossen hätte, wäre er wohl nicht so töricht gewesen, dies auf einer internationalen Pressekonferenz auch noch zu bestreiten. So etwas widersprach seinem Charakter. Das Dossier. Den Krenz kannte, ich kann ihn natürlich nicht kennen. Ein bisschen kenne ich den Charakter von unserem Kolumnisten Jürgen Eger. Der kommt gleich zu Mauern zu Wort. Zuvor aber die zweite Strophe des Liedes von Klein Orchest, Over the Mühl. West-Berlin, de Kurfürstendamm. Er wandelen Menschen langs Porno en Piepshow. Waar Mercedes en Cola nog steeds op een voetstuk staan. En de neonreclames die glitterend lokken. Kom dansen, kom eten, kom zuipen, kom gokken. Dat is nou 40 jaar vrijheid. Er is in die tijd veel bereikt. Maar wat is nou die vrijheid zonder huis, zonder baan? Zoveel Turken in Kreuzberg die amper kunnen bestaan. Goed! Je mag demonstreren, maar met je rug tegen de muren. En alleen als je geld hebt, dan is de vrijheid niet duur. En de vogels, ze vliegen van West- naar Oost-Berlijn, worden niet teruggefloten, ook niet neergeschoten. Over de muur, over het ijzeren gordijn, omdat ze soms in het oosten, soms ook in het westen willen zijn. Omdat het brood ligt soms bij de Gedächtniskirche, soms op het Alexanderplein. Und wieder, liebe Schlagerfreunde, die Übersetzung. West-Berlin, der Kurfürstendamm. Es gibt Leute, die an Pornos und Piepshows vorbeigehen, wo Mercedes und Cola noch auf einem Podest stehen und die Leuchtreklamen, die mit Glitzer locken. Kommen Sie zum Tanzen, kommen Sie zum Essen, kommen Sie zum Trinken, kommen Sie zum Spielen. Das sind nun 40 Jahre Freiheit. In dieser Zeit wurde viel erreicht. Aber was ist Freiheit ohne ein Zuhause, ohne Arbeit? So viele Türken in Kreuzberg, die kaum existieren können. Okay, sie können es demonstrieren, aber mit dem Rücken zur Wand. Und nur wenn man Geld hat, ist Freiheit nicht teuer. Und die Vögel fliegen von West nach Ost-Berlin, über die Mauer, über den eisernen Vorhang. Denn manchmal wollen sie im Osten sein, manchmal auch im Westen. Denn an der Gedächtniskirche gibt es ab und zu Brot, aber das manchmal auch auf dem Alexanderplatz. Das Dossier! Zu Mauern unser Kolumnist Jürgen Eger. Auf RT zeigen sie die Grenzbefestigung zwischen Polen und Weißrussland. Eine Mauer, wohl ein Stück höher als unsere gewesene, also genauso wenig Mauer ist wie die Berliner 1989. Sieht sehr modern technisch aus, sicher Betonplatten. Ein Bauwerk, das hier nicht erwähnt wird, schon gar nicht hysterisiert in den deutschen Medien, wie ja auch die von Jerusalem in Gaza an der Südgrenze der USA. Man muss als DDR-Bürger
vielleicht nicht stolz darauf sein, dass wir die Ersten waren, die sowas hatten, weil als nützlich erkannt für die Verfolgung der Interessen der Erbauer. Erbaut hat die nicht Ulbricht oder Honecker, sondern Mitglieder der Arbeiterklasse der DDR haben das getan. Leute, die verstanden haben, was sie taten. Es versteht sich fast von selbst, dass insbesondere am Jubeltag des sogenannten Mauerbaus die derzeit aktuellen Bauwerke gleicher Verwendung nicht erwähnt werden dürfen. Wie auch nicht erwähnt werden darf, dass die sogenannte Berliner Mauer 1989 gar keine Mauer war, sondern eine Betonwand. Und das und warum das offizielle DDR-Wort Wall mit Schutz davor zum Kompositum gefügt, geschrieben identisch war mit dem offiziell verwendeten englischen und Ami-Wort für dieses Bauwerk. Mr. Gorbatschow, tear down this wall. Die offizielle DDR nannte das Bauwerk wie die Amis. Aber die Westdeutschen sperrten sich standhaft und bestanden auf Mauer, da der Wall gar keine Mauer war. Mein Alter war Maurer, der wusste, was eine Mauer ist und hat mir das auch beigebracht. Und gefallen ist sie auch nicht. Der Wall stand wie eine Eins. Massiv, solide, weiß, prächtig. Und den Zusammenhang zu einem aktuellen Thema führt er auch noch herbei. Auch heute wieder als Thema die Katastrophe, dass die Finanzierung des Studiums zusammenbreche, indem der Staat Studienkredite vor 2-3 Jahren für null Zins angeboten, geradezu aufgedrängt hat, die nun bei 8% liegen. Thematisiert wird unter anderem die Differenz der Zinsentwicklung der letzten 1-2 Jahre im Vergleich zu der in den letzten 15 Jahren davor. Wieder einmal geht es um Privatinsolvenz wegen Studiums. Böse DDR. Jeder Student bekam Stipendium. Wir mussten während des Studiums nicht arbeiten. Wir sollten es auch nicht. Wir sollten uns aufs Studium konzentrieren. Das darf nie erzählt werden, wenn die DDR mies geredet wird. Dafür aktuell nun wieder Mauerbau. Denn der 13.8. kommt wieder einmal heran. Deshalb Vergleich wird in den DDR-Diktatursendungen nie erzählt. Immer nur sogenannter Vergleich. So stehen sie immer prima da gegenüber der DDR. Die Stipendien in der DDR hat es nie gegeben in ihren TV-Erklärungen. Deshalb sind die Privatinsolvenzen nicht nur halb so schlimm, sondern geradezu notwendig und vorteilhaft gegenüber Stipendien, die nie erzählt werden. Wir erzählten zur Mauer, zum Wall, zur Mühr in einem Dossier. Mit einem urdeutschen Thema in die Audiodatei für Montag, den 21. August 2023. So setzen wir fort. Der Rote Morgen, eine marxistisch-leninistische Online-Zeitung, kommentiert die Personalvorgänge Amira Mohamed Ali und Dietmar Bartsch bei der Linken. Heinz Ahlreib schreibt, Lenin charakterisierte die Kleinbürger folgendermaßen: Ich reiße an mich, was ich kann, alles andere ist mir Schnuppe. Ali ging der Streit um Sarah Wagenknecht in der Partei auf die Nerven, also eine rein subjektive Befindlichkeit, die der Weltgeschichte und dem Weltkommunismus allerdings nichts angeht. Sarah Wagenknecht liebäugelt mit der Gründung einer neuen Partei, ihrem Gerede und Getue, ihrem bourgeoisen Zwirn nach aller Voraussicht nach eine auf nicht marxistischer, damit unwissenschaftlicher Grundlage. Die Partei Die Linke steht kurz vor dem Kollaps und die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Ich wette darauf, dass in allen mündlichen und schriftlichen Äußerungen von Ali und Bartsch das Wort Dorfproletariat nicht vorkommt, denn die linken urbanen Kleinbürger denken nur an sich, reißen an sich und suchen nicht das entscheidende Bündnis für die Revolution. Der Schreiber Ahlreib wurde geboren 1952 in Hildesheim, studierte Philosophie und Politik an der Leibniz-Universität Hannover. Magister mit der Arbeit Die Dialektik der absoluten Freiheit in Hegels Phänomenologie des Geistes. Brauchbarer Artikel, wenn man das Linkssein ohne wissenschaftliche Grundlage reitet, wird man irgendwann nichts Linkes mehr haben. Das heißt nicht, dass wissenschaftliche Grundlagen weiterzuentwickeln sind, dass sie fehlerfrei wären und sich nicht hier und da
überholen könnten. Fehler bei den Linken führen zu veränderten Rechten, so teilt Susanne Bonat, deren Haltung mir vertrauenswürdig erscheint, in ihrer Telegram-Gruppe einen Artikel von Springers Welt. Reichsbürgerermittler werteten die Chats von Hans-Georg Maaßen aus. Im Rahmen der Überwachung der Reichsbürgergruppe um Heinrich, den 13. Prinz Reuß, fanden Fahnder eine WhatsApp-Kommunikation zwischen Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen und dessen Bekannten Markus Krall. Den könnte der eine oder andere kennen, gilt als Crash-Prophet, Ökonom, schreibt seit Jahren den wirtschaftlichen Zusammenbruch voraus, den wir jetzt allerdings zum Teil erleben. Durchaus noch Mainstream-affin, im vergangenen Jahr war er irgendwann mal bei Servus TV in Österreich. Er wird hier als AfD-Sympathisant bezeichnet im Artikel, kann ich nicht beurteilen. Der Spiegel berichtete zuvor, Maaßen gratulierte Krall im Herbst 2022 per WhatsApp zu dessen Geburtstag und schrieb, wir müssen weiter kämpfen. Krall stimmte zu und ergänzte, die Zeit dränge, denn diese Irren führten das Land auf geraden Wege in den Atomkrieg. Gemeint war offenbar die Bundesregierung und ihr Kurs im Ukraine-Krieg. Ja, im Vertrauen, auch ich schließe eine totale Kriegseskalation bei der derzeitigen Politik nicht aus. Und wenn die Linken diese Sorgen der Menschen nicht aufnehmen können, finden sich dann andere. Das heißt nicht, dass deren Sorgen unehrlich wären. Weiter aus dem Weltartikel: bei der Auswertung von Kralls Daten fiel den Fahndern zudem eine Mail an Prinz Reuß auf. Die Zeit der großen Wende sei nahe, schrieb Krall. Prinz Reuß habe alles Nötige getan, damit das heilige Deutschland wieder Struktur annehmen kann. 3 Monate später wurde Reuß wegen mutmaßlicher Putschpläne verhaftet. Krall, so schreibt die Welt, wird in dem Terrorverfahren nicht als Beschuldigter geführt, sondern als Zeuge. Auf Anfrage teilte er mit, er habe von den mutmaßlichen Plänen von Prinz Reuß erst aus den Medien erfahren. Maaßen, auch Anwalt, wollte sich aus berufsrechtlichen Gründen nicht äußern. Er kämpfe für die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Der Versuch, mich zu einem irren Reichsbürger zu machen, sei der traurige Höhepunkt einer gegen ihn laufenden Diffamierungskampagne. Einige Kommentatoren greifen das auch klug auf. Get Up Stand Up zum Beispiel. Die Anti-Werbung für Krall und Maaßen als Zersetzungsaktion zu bezeichnen, damit sich noch mehr Schafe hinter sie stellen. Micha schreibt, es ist nur Rufmord an Maaßen. Man hätte auch einen Artikel allein über Krall schreiben können. Richtig, der hatte ja den Kontakt zum Prinzen. Ein Kommentator namens Sonne fantasiert ganz interessant. Vielleicht sieht es auch so aus, die Grünen zerstören Deutschlands Wirtschaft und Energie- und Lebensmittelunabhängigkeit, verschulden sich wegen Rüstung. Dann kommen CDU, Merz und Krall an die Macht und machen eine Privatisierungskampagne, Ausverkauf Deutschlands, wie es in Griechenland bereits stattgefunden hat. Uns drohen dann Sozialkürzungen, Enteignung, harte Sparmaßnahmen, natürlich nur bei Sozialleistungen im Bereich Soziales. Vielleicht wird Krall dann der neue Wirtschaftsminister in der CDU oder AfD, je nachdem, wer die Wahl gewinnt. Und Susanne Bonat soll natürlich auch noch zu Wort kommen. Wer hätte das gedacht, der in den Alternativmedien als neu erwachter Freiheitskämpfer herumgereichte Ex-Geheimdienstchef Hans-Georg Maaßen kumpelt mit den härtesten neoliberalen Sozialdarwinisten sowie mit altem Adel, der die frühere Ständeordnung wiederhaben will. Die Beteiligten nennt sie suffisant Arsch und Eimer. Weiter Bonat mal im Ernst. Faschisten, Marktradikale und fundamentalistische Klerikale sind ja nicht erst seit gestern Brüder im Geiste. Im Übrigen sind das genau die 3 Flügel, aus denen die AfD besteht. Das ist eben das erlaubte politische Spektrum unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Auch die Ampelregierungsparteien weisen dieses Spektrum auf, auch wenn schön verkleidet in bürgerlich kompatible Worthülsen, ersonnen in diversen PR-Agenturen. Tja, und über so etwas aufzuklären, bräuchte es eine Linke. Die scheint es aber nicht mehr zu geben. Ich ergänze mal, bitte nicht ausschließen, dass es auch adlige Konservative gibt, die wirklich ernsthafte Sorgen umtreiben. Ich habe es hier in der Audiodatei oft erklärt, wenn man sich mit den DDR-Fernsehverfilmungen über den Zweiten Weltkrieg aus den 50er, 60er Jahren beschäftigt, gab es ein Rollenmodell. Neben den Kommunisten immer ein sogenannter Bürgerlicher, der Hitler ablehnte. Das konnte ein Adliger gewesen sein, aus Ekel. Hier kam dann oft mein Lieblingsschauspieler Herbert Grosse zum Zug, der als Kommunist seinen Ekel über die adligen Manieren mit seiner singenden Sprache zentrieren konnte. Oder aber auch ein Mann Gottes, hervorragend in dem Fünfteiler Beimler Kamerad von Rudi Kurz, hier dargestellt von Norbert Christian, der Geistliche, der Beimler versteckt. Norbert Christian, wer heute einen hebt, dann bitteschön auf ihn, den großen Trinker. Pia, diesen Dummery the Week, Montag ist... Abgehoben ist sie ja noch ganz gut, aber jetzt ist Luna 25 gescheitert. Die unbemannte Sonde sollte auf dem Mond nach Wasser suchen. Sie ist abgestürzt. Roskosmos meldete, sie habe die Verbindung zur Sonde verloren. So let's go
Dann mit Schlagershow Wadi Wadi Under the Moon of Love. Hundreds of thank you are not hundreds of thanks. In die Ukraine. Die ARD berichtet, das Land will Getreideschiffe versichern lassen. Der Moskauer Flughafen stoppt Flüge nach einem abgewehrten Drohnenangriff. Der ukrainische Präsident Zelensky nennt F-16-Lieferungen historisch. Serbien erklärt, man würde Ungarn mehr russisches Gas liefern. Die USA suchen nicht wirklich nach einer diplomatischen Lösung für den Konflikt in der Ukraine, so die ehemalige italienische Botschafterin in Belgien und Schweden für eine italienische Tageszeitung. Ich zitiere sie, wir müssen zu den Bestimmungen des Helsinki-Abkommens vor dem Jahr 1975 zurückkehren. Die Financial Times schreibt, die USA fordern, die Ukraine solle weniger risikoscheu sein. Dmitri Poljanski, der stellvertretende Botschafter Russlands bei der UNO in New York, deutet am Sonntag auf der sozialen Plattform X, also früher Twitter, Zwitscher, an von Elon Musk, dass der Westen hochrangige Militärs in die Ukraine entsendet. Wenn sie dort im Dienst fallen, werden dem Publikum zur Erklärung Legenden über ihren Unfalltod in der Freizeit aufgetischt. Russia Today erinnert an die Äußerungen von NATO-Stabschef Stian Jensen, die ich gestern im Zusammenhang mit Thomas Röper bereits erwähnt habe. Dieser hätte erklärt, die Ukraine in die NATO aufzunehmen, wenn Kiew im Gegenzug Territorien an Russland abgebe. Man zitiert einen FAZ-Artikel, Zitat, so lange wie nötig sei eben nicht dasselbe, wie bis der letzte Russe die Ukraine verlassen hat. Bewusst habe ich diese verschiedenen Meldungen aneinandergereiht. Im allerbesten Falle kämpfen Eskalation und vorsichtig etwas halb, vielleicht ein bisschen auf die Bremse treten, miteinander. Mir reicht das für Optimismus noch nicht aus. Militärisch erklärt Ramzan Kadyrov, der Chef der tschetschenischen Teilrepublik, die Ukrainer werfen NATO-Technik unter russischen Beschuss. Ukrainische Behörden planen die Evakuierung von Einwohnern des Gebietes Kharkov. Und der Ukraine-Gesandte des Papstes meldet sich zu Wort, die EU tut zu wenig für eine Lösung in der Ukraine. Wahrhaftig. Die internationalen Wahlen, der Sozialdemokrat Arevalo hat die Stichwahl um das Präsidentenamt in Guatemala gewonnen. In Ecuador liegt die Linkspolitikerin González vorn. Donald Trump sagt seine Teilnahme an Vorwahldebatten in den USA ab. Dilma Rousseff, die Präsidentin der neuen Entwicklungsbank, erklärte kürzlich in einem Interview mit der China Media Group, publiziert von CRI Online Deutsch, die BRICS-Länder werden immer stärker. Sie widerlegte zudem Stimmen einiger Länder und Medien in der internationalen Gemeinschaft, die die BRICS-Zusammenarbeit kritisiert haben, und erklärte, sie verstehe die Grundlage für diese Aussage nicht. Gleichzeitig werde die Entwicklung der BRICS-Länder zweifellos erhebliche Beiträge zu Weltmultipolarität, Frieden und Entwicklung leisten. Diesem Verdikt stimme ich gerne zu und komme jetzt zum lustigen Pierre Dyson-Thomery, The Week. Da geht es vor allem um diese begnadete Politikerin. Vom Hause her kommt er Hühner, Schweine, weiß nicht, was hast du, Kühe melken. Ich komme eher aus dem Völkerrecht. Ja, da. Ein Journalist, der mit der Trampoline nach Australien fliegen wollte, erzählt die Flugreise Doppelpanne. Dass da irgendeine Klappe nicht auf- oder zuging. Er nennt sie Annalena. Aha, Frau Ministerin fliegt mit zufälligen Journalisten, mit Leuten, die sie duzen. Vom Kolumnisten Eger zu Pierre Dyson-Thomery. Sein Wochenrückblick Sonntag, 13. August. Außenministerin Baerbock fliegt mit einer Bundeswehrmaschine zum Staatsbesuch nach Australien. Diese Reise unterbrach sie am Montag. Dienstag dreht sie 15 Minuten nach dem Start wieder um und landet wieder in Abu Dhabi. Wieder die Landeklappen. Die Außenministerin ist in eine Linienmaschine umgestiegen in die falsche Richtung. Sie fliegt nach Berlin zurück. Parallel Oberleutnant Birk Bichler mit seinen 100 Mann von Istanbul auf dem Seeweg nach Algerien Richtung Sahel. Er gerät in einen Sturm. Ein Kutter strandet auf Lesbos. Ein zweiter verirrt sich im Schwarzen Meer. In Algier plant der Oberleutnant die Route durch die Wüste und gibt ein Telegramm an das Verteidigungsministerium auf. Brauchen Luftunterstützung, werft 30 Kamele ab. Das Entsatzheer setzt sich in Bewegung. Am Abend lässt Birk Bichler halten. 29 seiner 29 Männer haben Blasen an den Füßen und geben einen Krankenschein ab. Wo bleiben die Kamele? Am Freitag, 18. August, hat Birk Bichler Berlin in der Leitung, habe noch 29 Mann, alle fußlahm. Unternehmen Timbuktu hängt davon ab, dass Kamele eingeflogen werden. Geht nicht. Einziges Transportflugzeug, das funktioniert, steckt in Abu Dhabi fest. Warum? Es funktioniert auch nicht. Wir könnten Esel mit der Gorch Fock schicken. Pierre Dyson-Thomerys satirischer Wochenrückblick erscheint jede Woche in der Tageszeitung Junge Welt. Zum Vorgang mit Annalena nochmal Eger. Dass wir einen wirklichen umfassenden Schutzsturm für unsere Allianz aufbauen. Wie und warum auch immer, EH, Erich Honecker, kam mit der IL, Iljuschin,
62 in den 80ern immer und überall pünktlich an. Für den Ausbau der Wind- und Solarenergie. Die Essenz grüner Ideologie. SUVs töten, Panzer retten Leben. Wetter, Marabu. Im Süden Subtropikluft, im Norden Atlantikluft. Ab Donnerstag von Westen kräftige Schauer und Gewitter. Kühler, wechselhaft. Machado, Alternative Music.